die beiden sind ja sehr gegensätzliche Charaktere. Kandinsky ist impulsiv, sehr charismatisch und Klee ist eher der reflektierende Künstler. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sie sich am Bauhaus annähern, diese verschiedenen Temperamente aufeinander zugehen. Und daraus entsteht dieser Bilddialog zwischen Klee und Kandinsky. Das Konstruktive ist ja das Leitthema des Bauhauses. Klee bringt in diese Welt des Bauhauses das verspielte, das erzählerische Element mit ein und belebt es. Kandinsky, der ganz stark in der Abstraktion ist, nimmt von Klee dieses verspielte Element mit auf. Und so entsteht dieser konstruktiv-figurative Dialog. Klee geht in die Geometrie und Kandinsky nähert sich dem Figurativen an. Und so entstehen Bilder, auch bei Kandinsky, die dann kaum mehr zu unterscheiden sind voneinander.